Und damit wäre quasi die Arbeit bei dir, oder? Wir würden die Finanzresearch zur Verfügung stellen und du musst dann eigentlich entscheiden. Mhm. Müssen wir anschauen, oder? Ja, müssen wir eigentlich mal anschauen, mhm. Das Detail. Mhm. Also ich würde gerne jetzt eigentlich das wirklich mal sehen. Die also in dem Sinne die Darstellung von dem Ganzen, was mich noch interessiert. Also wie das jetzt für mich als nicht Finanzexperte, sondern als Gesundheitsexperte auf mich wirkt, wie ich mit dem, was ich mit dem kann anfangen kann. Ja. Also an der Darstellung bin ich gerade heute Mittag gewesen. Wir machen eine kleine Verbesserung bei der Darstellung. Aber schon das, was wir heute haben, hat sich schon über Jahre hinweg bewährt. Es wird einfach noch mal besser, wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten. Aber wir machen eine Darstellung, die möglichst intuitiv und einfach ist. Und ich bin jetzt auch gespannt, dann zu hören, ob du auch so intuitiv findest wie ich. Weil das ist eigentlich das, was zählt, oder? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir an. Probieren wir es mal an. Okay, ich habe es noch gar nicht gesehen, wirklich. Okay, ja, spannend. Gut, also, wir sind jetzt auf unserer Webseite, zum Aktien auswählen. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie du Aktien finden kannst. Das eine ist genau, du gehst auf die Top 10. Oder? Du kannst mal schauen, was für Top 10 Firmen interessieren dich. Da gibt es Index Top 10. Und unten dran ist im Prinzip all die verschiedenen Indizes, die wir in den letzten paar Monaten eine Top 10 Liste veröffentlicht haben. Vielleicht gehst du mal ein bisschen runter, vielleicht gibt es einen Schweizer Index, dort den SMI. Vielleicht gehst du mal auf den SMI, ja, der ist gerade da, am 13. Ja. Oktober. Das ist jetzt die Top 10 Liste für den Swiss Market Index. Du siehst so bei der Anlagestrategie, das haben wir ja diskutiert von diesen Kennzahlen. Ja. Top 10 Value, Top 10 Wachstum ist das in dem Fall und ja. Sicherheit, ja. Genau. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, du gehst mal ganz runter auf die kombinierte. Die letzte ist die kombinierte Anlagestrategie, okay, ja. Genau. Und du siehst, dass es auf der rechten Seite sortiert ist, genau nach den kombinierten Ratings. Du siehst, die drei Kennzahlen, die ich dir gesagt habe, Value-Kennzahl, Wachstumskennzahl und Sicherheitskennzahl, für jede gibt es nur noch ein Rating. Und du siehst, dass jetzt, wenn man all das Zeug zusammennimmt, ist Swiss Life am besten dran. Man sieht auch, eine Firma in der Grössenordnung XL. Ja. Und es ist im Bereich Lebensversicherungen, Krankenversicherungen. Ja. Jetzt Roche, mit einem kombinierten Rang von 71. Adecco, Dienstleister, Arbeitsvermittlung mit einem Rang von 63. Und es geht runter bis zu der Swiss Re. Die hat noch einen Rang von 50. Wenn eine Firma unter 50 hat, tun wir sie in der Regel nicht mehr auf der Top 10 zeigen. Das heisst, wir haben in diesem Markt nur 8 Firmen, ja, die mit einem Rang von über 50 kombiniert sind. Ja. Vielleicht zeigst du mir, was du da siehst. Ja, also mir fällt natürlich sofort auf, dass es hier beispielsweise bei Givaudan Wertbewertung hat, die relativ schlecht auffällt und trotzdem ist sie aber im gesamten, im kombinierten Rating sehr gut. Und da überlege ich mir natürlich jetzt, warum das so ist in Bezug auf das, was du vorher erzählt hast. Also das heisst, dass irgendwie die Kursentwicklung oder der Umsatz vom Geschäft in dem Sinn nicht so positiv kann bewertet werden im Moment. Und trotzdem, der Value nicht so positiv, ja. Er ist relativ teuer. Ja. Aber sie haben, ach so, das ist natürlich in Bezug auf den Preis für die Aktien. Okay. Ja. Und der Wachstum und Sicherheit ist aber relativ hoch. Ja. Oder? Darum kommt er auf, aber es ist einfach im Moment eine relativ teure Aktie. Genau, relativ teure, okay, Aktie. Ja. Für mich persönlich heisst das, immer wenn es einen sehr tiefen Value-Rang hat, bin ich schon skeptisch. Für mich ist der Value-Rang eigentlich einer der wichtigsten Ränge. Mhm. Also du tust das selber, jetzt sagen wir mal, intuitiv auch nochmal ein bisschen anders, also nicht nur auf einen kombinierten Rang schauen, sondern sagst, der Value-Rang, ja, finde ich jetzt persönlich noch entscheidend. Am schönsten wäre es natürlich, wenn es überall grün wäre. Gell? Aber es gibt keine Aktie, die du da siehst, ganz wo überall grün ist. Ja. Sondern es gibt einfach, in der Schweiz ist es halt so, es ist relativ teuer und wir haben halt relativ wenig Wachstum. Ja. Das sieht man jetzt auch an dem. Dafür sind die Firmen
eher sicher finanziert. Also, ja. Wenn ich das anschaue, sehe ich, dass am meisten Grün ist da im Bereich Sicherheit. Mhm. Und, ich weiß nicht, interessant, mal einen anderen Markt anzuschauen, jetzt nicht der Schweizer. Ja, mach das doch mal. Ja. Haben wir da vorher... Vielleicht interessiert dich ein anderer Markt noch. Also das wäre jetzt nicht. Also nehmen wir mal Spanien, wo aus nicht unbedingt gerade als bestes Börsenland aufgefallen ist in den letzten Jahren, oder? Genau. Das kannst eigentlich auch wieder am besten runtergehen zum Kombinierten, ja. Weil dort hast du dann am ehesten noch gute Firmen. Dann haben wir da einen Bankensektor dreimal. Es sind offenbar viele Banken, die dann einen guten kombinierten Rang bekommen. Wobei die Banken ihrem Wert nicht unbedingt sehr gut bewertet sind. Das ist eigentlich nicht so spannend, ja. Und hier im Gegensatz Gasversorgung, interessant, wächst aber praktisch gar nicht. Ja. Das übrigens ist oft so. Also wenn du eine günstige Firma hast, die so einen guten Value-Rang hat, meistens wächst sie dann nicht. Das ist der Grund, warum dann die Leute das Gefühl haben, die Aktie ist, sollte ist weniger wert sein. Ist nicht so teuer in dem Sinne. Und dadurch hast du eigentlich, kommst du relativ günstig über. Ja. Die Gasversorgung, ich zum Beispiel schaue das jetzt so an, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen so eine Inspiration für dich, oder? Ich habe das Gefühl, wenn es in eine gewisse Richtung geht, geht es eher Richtung Gasversorgung als Erdölversorgung, oder? Also das Gas ist immer noch deutlich sauberer als Erdöl. Überrascht mich jetzt eigentlich, dass die dort so gut bewertet sind. Wenn ich jetzt im Bereich Öl oder, und Gas würde investieren, dann nachher wäre das eigentlich ein Ort, wo du sehr viel Value bekommst. So, wo aber einfach nicht wächst. Wenn es nicht wächst, ist das für mich eigentlich der am wenigsten wichtige Indikator. Das Wachstum ist ja auch nur letztes Jahr, oder? Und wenn es in eine Richtung geht, kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Das sind meine Überlegungen. Okay. Wachstum ist einer der schwächsten Indikatoren für eine Aktie, weil das zukünftige Wachstum kannst du nicht messen. Das ist wirklich eine reine Vergangenheit. Das ist eine reine Vergangenheit und das ist ja wirklich nur das letzte Jahr. Genauso wie Value ist nur heute, oder? Heute ist der Value so und Sicherheit ist auch gut aufgrund der letzten Berichte. Ja, oder? Klar. Also da hat es eigentlich nicht so viel spannend, weil diversifizierte Banken sind nicht so interessant, Gas ist nicht so interessant, Stahl hat wieder nur einen Value von 41. Ja. Und dann ist es erst noch Metall, ArcelorMittal, also das ist nicht wirklich. Schauen wir doch nochmal einen anderen Markt an. Also in Europa würde ich bleiben. Ich finde es gescheiter, wenn du in Europa bleibst. Schauen wir mal Schweden. Genau, Schweden. Schau mal an. Das ist sicher etwas Interessantes, weil die vergisst man doch relativ schnell. Da fällt jetzt auf, dass... Ah, warte, sind wir beim Value. Das ist eine, was spannend ist. Schau mal die dort. Boliden, Metalle und Bergbau. Jetzt hast du also jemanden im Bereich Metall gegenüber vor in Spanien, oder, wo man einen besseren Value-Rang hat, in Schweden ist, wächst und auch sicher finanziert ist. Ja. Also das ist jetzt alles wirklich grün. Er wird im kombinierten Rang wahrscheinlich auch auftauchen. Sollte er eigentlich, ja, ist Platz 2. Genau, mit einem soliden Wachstum. Ja, das ist dann mal interessant. Ja, das ist mal interessant. Also dort hast du relativ viel. Kann ich dir jetzt hier auch sagen, also so spontan, würde ich jetzt nicht unbedingt in die Telekommunikation in die Richtung gehen, kann ich da jetzt auch nach Branchen suchen hier? Also das sind nur Top-10-Listen, da kannst du jetzt noch nicht suchen. Ja. Suchen kannst du, das ist etwas, was man noch entwickelt, ein Filter, wo du kannst mit gewissen Kriterien suchen. Es ist aber so, wir haben die Beobachtung gemacht, wo wir mal einen Filter in einer Beta-Phase hatten, dass relativ wenig Leute sich wohlgefühlt haben mit dem Filter. Die haben dann sehr oft einfach nur die besten Ränge gesehen, weltweit. Und das ist eigentlich nicht, du müsstest dich eigentlich eben einschränken, damit du vernünftige Resultate kommst. Und dann haben wir mal gesagt, das Interessante ist eigentlich, so Top-10-Listen zu publizieren, weil dann hast du eine gewisse Einschränkung von dem, was du anschaust, und es sind trotzdem gute Firmen. Genau. Und sie sind ja innerhalb von ihrer Branche ganz offensichtlich am besten. Da stehen sie da, oder? Das ist also jetzt im Sinn vom Bergbau zum Beispiel, da jetzt keine bessere Bergbaufirma, also in deiner Bewertung haben. Oder? Ja, genau, das könntest du sonst mit dem Filter machen. Es ist auch so, wenn du bei uns Kunde bist, dann kommst du jede Woche ein File über, wo du kannst zum Beispiel die Branche filtern. Das ist das, in Excel kannst du einen Filter drauf machen, kannst sagen, ich will nur die sehen Metallbergbau, nur sehen Europa zum Beispiel. Ja. Und dann siehst du, was hat es noch für andere. Ja. Das ist durchaus denkbar.
Aber wir können auch die jetzt genauer anschauen. Es ist zwar nur eine Firma in der grössten Klasse Large. Ja, das habe ich vorhin nicht gesehen. Also das wäre, so als Mini, also das wäre nicht unbedingt gerade die erste Firma zum Kaufen, aber man kann sicher das auch dazu tun. Mhm. Ja, aber die kannst die können wir mal anschauen. Ja. Jetzt hast du eigentlich die Übersicht von dieser Firma. Du siehst, es ist in Schweden, Metall, Bergbau. Es ist in einem Index drin, im OMX 30. Es ist Grösse Large. Es ist eine Top-10-Aktie, oder? Ja. Man kann da jetzt googlen, verschiedene Sachen zu ihnen, zum Beispiel News. Das könntest du mal machen. Ist noch spannend, oder? Was, wo wird die Firma erwähnt? Ja. Mhm. Siehst du, da wird zum Beispiel erwähnt, Handelszeitung Schweiz am 5. Februar 2016, ist aber schon lange her. Ein bisschen alt, ja. Du musst ein bisschen etwas Neues. September 17 hier. Da muss man schauen. Was die genau. Also. Mhm. Also das könnte man zum Beispiel anschauen. Das ist 2017. Da will ich meistens gerade mal suchen, wo ist der Name? Mit Ctrl F, oder? Der Name, den du suchst. Das musst du alles durchlesen. Vielleicht findest du es auch gerade. Geht um Zink. Da ist es, schau da. Genau. Also da steht jetzt nichts Spannendes über die Firma. Ja. Also was sie offenbar ja eben international am eben Rohstoffe fördern hier jetzt, ja, in Irland. Genau. Ja. Vielleicht ist es mal interessant, dann die ganze Historie anzuschauen von der Aktie, wenn du mal zurückgehst zu der... ist das die gewesen? Ja, da sind wir verlinkt worden. Eigentlich sollte es... Ja, da ist sie, ja. Okay. Genau, also wenn wir die Historie, okay. Die Historien anschauen von ihnen, sie sind immer schon im grünen Bereich gewesen, außer letztes Jahr im Wachstum. Das ist noch interessant, oder? Also letztes Jahr sind sie nicht gut gewachsen. Mhm. Im vorderen Jahr offenbar sehr gut im Branchenvergleich und im letzten Jahr aber hat es andere, ja, Player gehabt, die viel besser sind gewachsen. Und da ist dann angefangen, der Value-Rang hochgekommen, siehst du? Also einmal wachsen sie schlecht, oder? Dann, ja, haben sie einen schlechten Value gehabt, wir sind gut gewachsen. Ja, genau. Danach gibt es ein schlechtes Jahr 2016, schwupps, geht der Preis ab, der Value-Rang steigt ja weiter. Jetzt wächst es aber schon wieder gut, aber es, ja, ist immer noch ein guter Value-Rang. Ja. Das heißt, es ist wie, eigentlich haben die Leute nicht realisiert, es ist gar nicht mehr so schlimm. Ja. Es ist eigentlich ein interessanter Moment, oder, zum Einsteigen. Mhm. Das kann durchaus dann ganz anders aussehen in ein paar Monaten, wenn dann plötzlich der Value-Rang wieder runtergeht. Ja, oder? Also sprich der Preis höher, ja, wird für die, genau, Aktien. Aber zum Zeitpunkt, wo die Top-10-Liste gemacht wurde, sind eigentlich die Faktoren Wachstum und Sicherheit recht gut und der Preis ist auch gut. Mhm. Und es wäre vielleicht eine Erklärung, dass das von heute passiert ist. Ah, und ich kann jetzt einschauen im Value Rating, wo eben die einzelnen Aspekte eine Rolle gespielt haben. Genau, also du siehst jetzt die einzelnen Kennzahlen, die ich dir mal gesagt habe, für das Jahr 2017 sind die alle aufgeführt da. Ja. Also am stärksten ist es im Bereich Dividendenrendite. Ja. Du kommst also hohe Dividenden über. Dann Kursgewinn, sie machen also relativ viel Gewinn für den Preis, den man zahlt. Mhm. Kursbuchwert ist offenbar nicht wahnsinnig gut. Also, das heisst, dass sie ihre da muss ich spicken, was du mir vorhin gesagt hast. Markt zu Buchwert. Also es ist um die investierten Güter gegangen, oder? Genau, ja. Wie viel ist auf Ihrer Bilanz drauf eigentlich, ja, an Investitionen, ja, im Vergleich zu den Kosten für die ganze Firma? Ja, ja. Also das ist offenbar nicht wahnsinnig gut. Oder? Also offenbar ist es so, die Firma kostet viel mehr, als was auf den Büchern ist. Ja. Aber das hier ist immer noch innerhalb von dieser Branche ein Vergleich. Genau, ist innerhalb von der Branche. Von dieser Bergbau. Ja, das verhebt schon. Ja. Ja. Ja.